Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 Community Projekt. Zusammen mit der Community, wer hätte es gedacht, und zwar mit dem Smarty. Mahlzeit. Mit dem Schaldrich. Hallo. Mit dem Markus. Hallo. Den Nils und den Big Mac. Hallo. Hi. Mit dem Torben und den Stefan. Hallo. Und mit dem Eisbär. Hi. Eisbär, kannst du drauf erkennen, was hier drauf ist? Und natürlich mit dem Tino. Nee. Bei dem Zelt ist angesehen auf jeden Fall. Ich hab schon gedacht, du vergisst mich. Nein, ich musste bloß gerade Worten richtig einbringen. Beste Konstruktion. Guck mal. Also kann mal einer kurz sagen, was auf Feld 1 und 8 drauf ist, weil wir wollten da gerade Raps sehen, aber da ist irgendwas anderes drauf. Was jetzt nicht angezeigt wird. Welches Feld? 81. Habt ihr jetzt schon was angesehen? Kommt Raps drauf, oder? Das da ist was angesehen, aber was? Raps. Da ist gar nichts drauf. Das sind wir gerade am Ansehen. Aber das Feld ist schon. Dieser kleine braune Streifen da, das sind wir mit zwei Bahnen Raps. Ja. Und der Rest ist, sieht angesehen aus, ist aber anscheinend nichts. Dann da erinnert sich von der Farbe. Moment mal, Randy hat es doch gerade eben erst gekauft, oder? Nein. Nee, die E-Nacht ist schon länger aktiv. Ich hab jetzt. Fahr einfach drüber, weil. Laut Karte ist da nichts. Ja, aber. Ja, okay. Sieht halt alles gleich aus, deswegen. Ach so! Ist sie zwischen angesehen und unangesehen, ist da kein Unterschied. Warte mal, ich komm mal rüber. Da kannst du mal reintappen. Kann ich reintappen? Ja. Hier. Oh. Könnte mir jemand sagen, wo der Hof ist? Also doch, da siehst du einen Unterschied. Angesehen. Doch, den siehst du. Guck mal hier. Bei mir ist da gar keiner. Also bei mir ist da auch kein Unterschied. Nee, stimmt. Ich würde sagen, das ist genau gleich. Warte mal. Keinen Sinn. Guck mal, ich mach grad die 80, mach ich grad Kuhwon, hab da ja links so zu 79. Das ist nicht. Sieht nichts aus. Also, ich sehe hier einen Unterschied. Ah, also, E80 ist echt nichts drauf. Du siehst hier oben, das ist angesät, da unten. Nils? Alex, siehst du einen Unterschied? Sieht man schon, oder? Die Rillen, du siehst ja durch die Rillen, oder? Ja, die Rillen, die ändern sich ja gleich durch die Fahrtrichtung. Die Rillen ändern sich durch die Fahrtrichtung, da siehst du was angesehen. Ich weiß nicht, warum das Feld hier so akkurat aussieht. Ich kann es euch nicht sagen. Kann doch daran liegen, dass meine Grafik einfach so scheiße ist. Nee, das ist bei mir auch so. Na, bei mir werden ja auch, ich habe ja bei mir auch die Richtlinien von der Sehmaschine. Also die Rillen jetzt auf dem Feld, also die grobe Rillen hier, die auf dem Feld sind. Die habe ich auch nicht, weil Grafik halt drunter gestellt. Ach so. Weil sonst kann ich das nicht spielen. Ja, aber hier ist nichts drauf, weil das ist so akkurat, das kannst du vergessen. Der doch keinen an. Guck doch einfach über. Nee, ansehen tut so keiner. Ich weiß nicht, warum das so aussieht. Ich hab schon über i geguckt. Über i sieht das genauso aus. Du kannst, Moment, du kannst hier geradeaus durchfahren. Ja. Okay. Na, weil würde ich jetzt den Grafik hochschrauben, wird das hier nämlich mit drei Bildern rumfahren. Das ist nicht schön. Nee, das Feld 81. Und Feld 79. Ist drauf, da ist nur also Feld 79 kannst du jetzt auch gleich noch gerade durchfahren, gell? Okay. Nils, hast da, du da, wo wenn die da grubbert. Na, fuck, ich hab die Seemaschine nicht gehabt. Verdammt! Die Maschine vergessen? Sorry. Ja, ich denk's gerade so, da bleiben noch Stoppel übrig. Warte! Alter, Zöre. Brauchst du jetzt noch grobe Hilfe, Randy? Weil dann ich würde gern vorbeikommen, aber ich weiß nicht, wo der Hof ist. Ich kenne die Map einfach. Der ist oberhalb von der BGA. 84! BGA, Feld 84. 80A, da nochmal zurückfahren. Und da steht vor dem Grubber, bereit? Da stehen genug Grubber, bleib ja. Du vorne am Nähe fährst. Fahr schon mal zurück, ich bin vorhin in die falsche Richtung gefahren. Hat jetzt irgendjemand nichts zu tun? Aktuell? Okay, super. Keiner meldet sich? Das ist... So sollte sein. Achso, ja, Smarty, wir waren ja noch bei dir ein bisschen stehen geblieben. Also wie gesagt, du machst jetzt zurzeit die Ausbildung noch zum Berufskraftfahrer. Und so hobbytechnisch, wie sieht's da bei dir aus? Ach, hobbytechnisch, sag mal jetzt so Auto. Auto ist so ein Hobby von mir, zum Beispiel so Anlage, Boxen einbauen. Ah, okay, sowas. Also, ey, hier wird nicht gelacht, Freunde. Ich hab das selber früher so gemacht. Ich hab selber früher so einen Schniedel eingebaut hier. Also mit 20, also. Mit 20 hat es vielleicht bei mir schon gerade so wieder abgeklungen, aber so mit 18, 19 auf jeden Fall, da war ich da auch voll dabei. Was? Du hast einen größeren Lautsprecher wie ich? Moment.
Ich hasse die ganzen Tuner. Oh, ich hatte den ganzen Jona! Ich werde das Martis so ein Typ, der fährt dann mal am Bushaltestelle mit seinem kleinen VW Polo vorbei und dann größte Lautstärke. Was hast du für ein Auto, Smarty? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich hab einen Mitsubishi Colt TZ. Was? Ein Mitsubishi Colt? Ja, okay, das passt ja. Und da ist der fette Anlage am Start, ja? Ja, einen aktiven Subwoofer, wenn dir das was sagt. Ja, ja, klar. Weil es mit Endstufe halt, ne? Ist, ja, aktiv, also in einem Bassbox. Und in einem, genau. Weil Mitsubishi Colt ist halt klein, ein Kastenbier muss da reingehen. Aber du bist jetzt nicht so ein, du bist jetzt nicht so ein DB-Fanatiker, oder? Hier Dezibel, ja, ich muss hier 150 Dezibel drücken hier mit meiner Anlage. Nö, ich sag mal, es reicht einfach nur, wenn das, sag doch mal das Wort, dezent ist, mehr zu dezent halt. Okay, Übel Tuning und tiefer gelegt. Also legst du... Also legst du jetzt anlagentechnisch zum Beispiel, legst du da mehr Wert auf wirklich, dass es laut ist oder dass es gut klingt? Gut, als guter Klang ist für mich eigentlich das Wichtigste. Okay, das ist gut. Also Bass sollte natürlich auch kommen. Klar, das gehört halt dazu, ne? Hard Techno in die Richtung manchmal auch anhöre. Oh mein Gott. War nicht dein Ernst, oder? Doch. Boah, smart wie wir ein Freunde. Ich komme aus der Richtung, also zum Beispiel, wenn ich das Event was sage, ich war zum Beispiel zum Liquid Sunday. Was für Techno nochmal? Hard Techno? Hard Techno. Das ist ja das ist nur so ein Geklopfer, oder? Ja. Das ist, geht gar nicht. Ach doch, man kann es schon mal anhören, das ist aber. Also ich hab, wenn, soll ich euch schon mal verraten, was ich früher gehört habe? Oh, das dürft ihr keinem weiter sagen. Lager. Nee, Schranz. Geil, ich Scheiße. Ja. DJ Wash und hast du nicht. Was? Ohne Scheiß. Gerade ist jemand Schlager gesagt hat, Albert. Ich glaube, Schlager bringt den besten Bass. wirklich so. Das ist krass. Schranz ist wirklich, wirklich böses Rumgeschrammel, ey. Schranz ist echt heftig. Ich kann es auch nicht mehr ertragen heute. Wenn ich es höre, ich kann es nicht ertragen. Aber ich habe früher, sehr viel Schranz gehört und schäme mich regelrecht dafür. ich hätte jetzt lieber gesagt, ich würde Schlager hören, oder? Ich hatte Schlager gehört, aber Schranz. Ach, ich werde natürlich niemanden beleidigen, der jetzt den Schranz gut findet, um Gottes Willen. Auf das, was ich auf jeden Fall noch sparen werde, mein Leben, sag mal, als Lehrling ist es halt schwer, aber Tomorrowland, wenn das jemand was sagt. Sofort dabei. Das müsste ich mir eigentlich noch unbedingt antun, aber sag mal, ich bin 20, ich bin ja jung, ich habe noch ein bisschen Zeit dafür. Also Tomorrowland, sag ich ehrlich, wie es ist, ich bin drauf und dran dieses Jahr, wenn die Ticketverkäufe sind doch jetzt im April, ne? Oder Mai. Ja, du kommst so schnell. Ich hab's schon vorher bestellt. Du brauchst halt wirklich Kontakte. Da ist nicht vorbestellen. Da gibt's keine Vorbestellung. Richtig, nicht. Kommst du trotzdem nicht ran, weil innerhalb von 2 Minuten die Scheiße ausverkauft ist. Also 150.000 Tickets verkaufen die jedes Mal. Und die haben das letzte Mal, das letzte Mal war es anders. Das letzte Mal waren es 300.000 Tickets. Weil Tomorrowland 10 Jahre alt geworden ist und die das dann an 2 Wochenenden veranstaltet haben, zweimal nacheinander. Es wird ja noch. Mit jeweils 150.000 Tickets. Weil ich bin ein sehr großer Fan von Tomorrowland. Ich liebe das. Und ja, kommt auch noch drauf an, auf welches man geht. Na, in Belgien, ne? Belgien. Ja. Es gibt ja noch Tomorrow World. Das ist ja in den Staaten. Ja, da will mein Bruder hin. Aber Tomorrowland in Belgien eben, und wie gesagt, also die 150.000 Tickets, also vor 2 Jahren waren in 40 Minuten verkauft. Das reicht gar nicht zu der jetzigen Zeit. Sag mal, die Acts, die ja da sind hier, die ganzen DJs, es lohnt sich wirklich schon, der Preis lohnt sich, aber man glaubt nicht, dass man da Essen für 9 Euro findet, also träum weiter, sowas gibt's da nicht. Ja, das ist klar, das ist ja... Das ist ja auch wie eine kleine Stadt, muss man dazu sagen, es gibt ja alles dort. Ja, Dreamville und so. Ja, genau. Und es ist natürlich, also mit dem Preis einmal für die Tickets und so weiter, ist nicht abgetan. Vor allen Dingen, weil die Tickets eben extrem weit auseinander liegen mit dem Preis. Ja. Das Ticket ist ja halt komplett alles inklusive, aber da legt man bestimmt auch 1500 Euro hin. Ich glaube so zumindest. Es gibt sehr viel unterschiedliches Zeug, aber... Na, ich glaube, das billigste Ticket, also losgehen, tut es, glaube ich, bei irgendwas bei 200-300 Euro, da schläfst du im Zelt, glaube ich, ne? Schläfst im Zelt, musst du aber da Eckzelt, nee,
Jochen, die du hast, wie so ein Zeltplatz ist das? Ja, ja, genau. Du musst selber aufbauen. Es gibt bei YouTube so eine mehr oder weniger aktuelle Doku über Tomorrowland. Die habe ich mir mal angeguckt. Deswegen habe ich, das habe ich dir damals so erzählt, Dino. Also 10, so 30.000 können wir da hinlegen. Da haben wir unsere eigene, so, naja, wie nennt, die haben das Suite genannt. Lounge. Im Endeffekt, also eine Lounge. Im Endeffekt war es einfach nur ein Container für 20.000 für die Badare, aber. Ja. Bist du schon dabei, wenn du deinen Container mitbringst? Aber im Endeffekt, was verbringst du denn Zeit in den Container? Du gehst ja an den Container nur um Schlafen und andere Dinge. Was denn? Wer weiß, wer weiß. Naja, Herzlichung gestartet. Ja, genau. Fappen? zum Fappen? Was nicht mehr alleine machen darf. Nee, aber wie gesagt, das ist schon richtig. Also, du gehst ja wirklich nur dorthin schlafen und dann. Du willst ja dann drinnen nicht abcouchen oder sowas, aber. Nee. Vor, glaube ich, 3 Wochen war zum Beispiel, wenn ich das auch noch was sage, das war das Ultra Music Festival in Miami. Welches? Hab ich mal gehört, ja. Ultra Music Festival in Miami. So, wo auch Oliver Heldens etc. war. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn, wie die Leute, wie Musik verbinden kann untereinander. Ja, das, Musik das ist, ja, Moment, also Musik ist, das ist. Musik heilt Krankheiten, Musik heilt, was weiß ich, tut Schmerzen lindern oder verbindet Leute miteinander oder keine Ahnung, also durch die ganzen Musikrichtungen, die es auch gibt. Also ich glaube, wenn es keine Musik gäbe, da, also ich würde sterben ohne Musik, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da... Ich brauche früh meine Musik, ich brauche zum Fahren meine Musik, zum Beispiel, wenn ich manchmal so Touren habe, so 2 Stunden und sowas, weil 2 Stunden lang oder... ganze Woche Radio kann man wirklich nicht anhören, weil wie viel ja, das wiederholt ist, sich ja, und ja. sowas. Ich Wenn war damals schon auf dem Trip gewesen mit Hörbüchern, dass ich mir Hörbücher unterwegs angehört habe. Aber es kannst du schläfst manchmal echt ein, muss naja. aufpassen. Naja. Wieso mal so Feuchtgebiete durchlöffeln lassen, Bastard wird oder? Das ist aber heftig, Alter. Da muss er ja alle 10 Meter anhalten zum Fappen. Ja. Ne, aber ich höre zum Beispiel immer, wenn ich auf Arbeit fahre oder so, ich höre jetzt mittlerweile ist meine Musikrichtung, also meine Hauptmusikrichtung, ich höre alles ganz gerne, ich höre auch mal so Hip-Hop ganz gerne und so weiter, aber meine Hauptmusikrichtung ist eigentlich so House Electro EDM, gell, und ja, das höre ich immer, also habe ich immer im Auto, habe ich immer ein bisschen was Aktuelles und da, wenn ich auf Arbeit fahre oder nach Hause, habe ich auch meistens, ja, die Anlage halt, ne? Auf dem höchsten Regler halt, was weiß ich. Ja, ich hab's halt einfach so laut, wie es geht. Aber ich hab das Glück, halt. Bei mir ist halt original im Fahrzeug, ist halt schon eine sehr, sehr gute Anlage verbaut, dass man da gar nichts irgendwie jetzt irgendwie noch nachrüsten müsste oder so. Das ist schon original ein Subwoofer, ein Aktiv-Subwoofer verbaut. Ich würde auch gerne Audi fahren mit Bose-System. Das hat ja damit nichts zu tun, aber ich kann es halt nicht. Fahr kein Audi. Was sonst, Peugeot? Fiat. Was fährst du denn? Fiat? Also wir haben 2 Autos. Eins ist zum Beispiel ein Opel Corsa C. Entschuldigung, Opel Corsa D. Opel Corsa D ist das, also nicht ganz so alt. Ja, da ist aber die Anlage nicht so die beste. Die scheppert manchmal, gell? Ja, die klirrt, ja. Kratz, kratz, kratz. Aber ich habe bei mir im Auto eine gute Anlage, ich selber fahre einen BMW. Was denn da für ein? Das interessiert. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang Eisbär, weil ich da drüben nicht sehe, wo wir jetzt gemacht haben, wo nicht. Ja, ich habe da keinen Durchblick auf diesem Feld. Das können wir nach der Aufnahme klären. Ach so, ich glaube, wir sind schon an der Zeit dran, oder? Kann das sein? Ja, ein Minütchen. Also das Grubbern hier ist ätzend, wenn die... Kannst du es wieder alleine machen? Am Arsch, Alter. Seht, was ich die Woche gemacht habe, abgefordert, hier gegrubbert. Das ist ja nicht so trash. Ja, dann müssen wir mal schauen. Dann sehen wir halt, wie gesagt, jetzt hier die Felder noch an. Wie viel Geld haben wir jetzt aktuell noch? Wir hatten... Ja, jetzt sind wir aber da arm wie eine Kirchenmaus. Hä, von was? Von 100.000 sind wir jetzt runtergefallen auf 10.000. Wie geht denn das? Ja, ich hab die Felder geguckt, die du mir gesagt hast. Das eine kam 50.000, das andere kam 30.000. Hä, welches Feld hast du gekauft? Na, check doch mal ab. Ne, 73 ist dazugekommen. Und noch ein paar andere.
Wo denn? Die 79 ist dazu gekommen. Ach, die 79? Wir haben da 80 und also die. Ach ja, die 79 hier, die Jahrze hat man noch nicht, 80 stimmt. Und dann noch die andere, dessen Zahl ich vergessen habe. Drei Felder, war die Kohle fort. Hm, naja gut, aber die wir brauchen ja, für so viele Leute brauchen wir die Ackerfläche. Das ja, nützt ja nichts. Ja. Wir wollen ja schließlich dann auch ein bisschen, wir wollen ja dann schließlich erstmal uns hier ein bisschen Puffer schaffen, wollen ja auf jeden Fall auch mal hier noch ein paar andere Traktoren hier an den Start bringen, weil das ist ja mit denen hier ein Graus. Aber du hast noch einen stärkeren wie ich, also wählen wir. Naja, aber trotzdem, aber ach so, ich hab den Case, stimmt. Ja, den 160 CVX, ja super. Neggi, sollen wir hier auf das Feld nochmal, wo ihr gerade drauf seid, auch Raps? Ja, da können wir durchziehen, die rechte Seite, genau. Mit Raps, ja wie gesagt, Raps hat Renny ein bisschen was verkauft, da können wir ruhig nochmal aufstocken im Lager. Und dann, warte ganz kurz noch, und dann wollen wir eben auch mal schauen, dass wir vielleicht auch ein bisschen Mischfutter machen und so ein ganzes Gelumbe, dass wir ja auch ein bisschen Stroh noch und alles und ein bisschen Gras, Heu und so weiter, dass wir mit den Tieren ein bisschen was machen können. Und dann auf jeden Fall müssen wir mal schauen, dass wir hier auch mal noch in den Wald gehen, oder? So, wo ist es denn? Na, im Wald, ein paar Bäume fällen, ein bisschen häckseln und so ein Zeug. Das können wir auch auf jeden Fall noch machen. Werden auch bestimmt noch ein paar Mods dazukommen, müssen wir mal schauen, aber nichts Umfangreiches. Gut! Dann sind wir im Endeffekt von dem Part wieder fertig. Ja, Däumchen da nicht vergessen, bei Dino vorbeischauen und wir sehen uns am Morgen zum Freitag endlich wieder. Jo. Bis dann, tschüss. Ciao.